Drei Tokens noch, da. Oh, Caillou, da ist Caillou, da ist Caillou. Und er hat jemanden getötet. Oh, er riecht mich. Wisst ihr, ich hab's langsam akzeptiert. Es gibt wirklich zu allen Dingen da draußen ein Horrorspiel. Warum Caillou? Warum Caillou? Ich bin oh, was ist das für eine Grafik? Okay, der Titelscreen. Kann man erstmal die Grafik hochmachen? Fantastic, beautiful. Ja, fantastic. Ich hoffe, es leckt nicht. Das ist Caillou. Caillou ist erwachsen geworden, aber normalerweise, das ist falsch. Caillou erwachsen ist ganz eindeutig One Punch Man. Das ist nicht Caillou, Leute. Okay, Revenge of Caillou, also die Rache von Caillou. Was der Kyo immer für euch vorbereitet, was für Spiele, hä? Stell dir vor, das startet mit so Jumpscare, so lädt und dann... Ah, und das Spiel beendet. Habe ich euch erzählt, ich habe letztens ein Spiel getestet. E-Mail bekommen. Oh Gott, wie dunkel. So für euch, so getestet. Und dann spiele ich das Spiel so kurz. Also ich habe kurz so, kurz geöffnet. Nur mal kurz was checken, ob das geht und so. Und dann habe ich es so liegen lassen. Und einen Tag später, irgendwann habe ich so auf meinen Desktop geguckt. Und das Ding hat einfach mein Hintergrundbild geändert. Und dann stand da dran, warum, spiel doch weiter. Warum bist du gegangen, spiel doch weiter. So auf Englisch. Und ich habe mich so erschrocken, weil das war ja so ein paar Tage her, wo ich es gespielt habe. Also ich kurz getestet habe so. Und ich so, hä, was ist mit dem Hintergrundbild los? Voll Angst gehabt. Okay. Ihr wisst schon warum. Weil der Hacker dann die bösen Dinge sieht, die ich so mache. Egal. Okay. Caillou läuft hier irgendwo wahrscheinlich durch die Gegend. Okay, wir sind in der Schule. Eindeutig. Wir sind in der Schule. Oh. Das ist also anscheinend wohl der Caillou gemobbt hat. Also ich gehe mal davon aus. Auf jeden Fall, das ist der Mobber und er ist tot. Was? Okay. Ich glaube, das Spiel ist düsterer als gedacht. Ich glaube, das Spiel ist eine Nummer zu düster. Vor allem, Alter, man sieht halt wirklich sehr wenig. Warum spiele ich das überhaupt? Oh! Licht. Hashtag Lichtquelle. Nein, lass diese Hashtag-Hacke, bitte. Hört nicht auf mich, wenn ich Scheiße mache. Wieso habe ich das Gefühl, dass irgendwelche, entweder so amerikanische YouTuber oder irgendwie so Entwickler oder so. Wo ist Caillou? Oh! Oh! Ich höre nur Geräusche. Diese Geräusche. Ich weiß nicht mal, was das Ziel ist. Was soll ich überhaupt machen? Keine Aufgabenstellung, nichts. Spiel. Ist das ein Kopf? Ist einfach ein Kopf. Kann ich den nicht mitnehmen? Was soll ich überhaupt machen? Was ist das für ein Scheiß? Was ist das? So richtig so episch. Was ist das? Hä? Schmutz. Das Spiel ist Schmutz, aber ich spiele nochmal. Wir spielen es nochmal. Aber das Spiel ist wirklich Schmutz. Wenn ihr... nichts. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr so ähnliches Spiel habt, dann... Aber macht nicht. Ich will es nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen, was es da noch so gibt. Einfach Caillou. Aber wo muss ich hin? Was muss ich überhaupt machen? Diesmal schreie ich nicht. Versprochen. Weil ganz ehrlich, der Jumpscare ist echt fail. Wisst ihr, genau das mag ich an solchen Spielen nicht. Das ist einfach nur billig. Es ist nicht so... Gib doch mal irgendwas. Was soll ich denn machen? Ja. Immerhin ist er nicht so schnell wie ich. Ich glaube, wir sind weiter. Boah! Was für ein Müll! Aber was soll ich tun? Kann man das überspringen, die Kacke? Nein, kann man nicht. Okay, Freunde, ich habe das Spiel beendet, weil das war einfach zu schlecht. Aber ich habe ein weiteres Caillou-Game gefunden. Und das hat sogar 1 Euro gekostet. Und ich glaube, das ist besser. Grounded Sim. Gibt's auf Steam für 99 Cent. Gönnt euch, wenn ihr wollt. Ich glaube, es ist so ein bisschen Slenderman-mäßig mit so Zettel sammeln, glaube ich. Why the hell is everyone staring at me? Warum schauen mich alle an? Hä? 3 Stunden später. Ich habe jetzt 3 Stunden, habe ich mich mit dem Barkeeper unterhalten. Sir, do I need to call you a cab? Just give me something to help me forget. Okay, er ist betrunken. Caillou ist betrunken. I'm fine, man, just give me more.
Er will mehr trinken, aber also. Your ass is too drunk. Ja. Go home, boyo. Ich bin zu betrunken, ich soll nach Hause gehen. Und dann lande ich hier in so einem Ding. Auch nicht schon wieder. Das sieht genauso aus wie das andere, aber ich habe hier zumindest Konditionen. Oh! Und ich kann hüpfen. Okay. Und ich kann mich ducken. Also, ich gehe mal davon aus, dass das Caillou war. Da hier vorbei ist die. Was ist mit den Boys hier? Hey. Just some stupid teenagers. Ein paar dumme Kinder. What the hell is this? Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das aber wirklich? Was ist das? Das Face hier. Okay, kann ich in die Richtung laufen? Weil ich kann ja nicht rein. Okay, das geht schon mal nicht. Also ich muss doch hier rein. Okay, lass mal versuchen hier rein. Aber mit was? Welchen Knopf? Ja, wiederholt sich. Okay, ich soll ein bisschen rumlaufen, oder was? Yeah. Ich kann sogar zoomen. Okay, wir laufen einfach diesen Lichtdingern hinterher. Lichtspots, Lichtkegel. Oh, jetzt ist ein komischer Tag wieder. Warum ist der Mond so komisch skaliert? So, ihr wisst schon, so vertikal skaliert. Ach, keine Ahnung. Warum soll ich jetzt hier so mit Items... Was soll ich machen? Soll ich mir so eine Box bauen und dann vielleicht hier so rüber? Ich glaube, ich muss hier rüberklettern. Aber will ich das? Wir probieren es einfach mal. Okay. Hat das geklappt? Wo ist die Box? Okay, nochmal. Danach. Okay. Jetzt brauchen wir das. Hashtag. Hashtag. Okay. Also so oder so, das Spiel ist jetzt schon 10-mal besser, aber man kann zumindest hier so ein bisschen Rätsel, ihr wisst schon, so ein bisschen was machen halt. Nee, ich muss hier nicht rüber. Aber was soll ich dann damit machen? Ich nehme mal mit. Oh, geht nicht. Geht nicht, es geht auch nicht weiter. Soll ich, ich habe das Gefühl, ich muss über den Zaun oder nicht? Nein. Oh, ich bin über den Zaun gekommen. Oh. Leute, ich habe wirklich 20 Minuten gebraucht oder so, gefühlt. Hier ist die Tür, eine andere Tür. Wo bin ich jetzt? Hier ist Taschenlampe. Und das ist Caillou. Okay. Okay, ich muss 8 Münzen sammeln. Da ist er, da ist er. Ist das Caillou? Ist das Caillou? Das ist noch nicht Caillou. Oh Gott, hier liegt... Das sieht ein bisschen aus wie Peter Griffin in dünn. 2 Token. Habe ich? 3. Noch ist alles gut. Wow, wer ist das? Wer ist das? Ich bin verwirrt. Aber das ist doch nicht Caillou. Wo ist Caillou? Oder bin ich Caillou? Nein, ich bin nicht Caillou? Nee, ich bin nicht Caillou. Ich bin schon groß und 4. Komm schon und spiel mit mir. Ich lade dich ein. Ich bin Caillou. Wie geht es weiter? Irgendwas bunt ist die Welt und hier, keine Ahnung. Komm schon, du trink ein Bier. Ich lade dich ein, ich bin Caillou, Caillou. Caillou, Caillou, Caillou. Da hinten, nächste Münze. Oh, oh, oh. Wo? Wo? Was ist das? Oh, was denn? Oh, da hängt jemand. Oh mein Gott. 4 von 8. Bis jetzt easy. Bis jetzt alles gut. Aber ich weiß, warum ihr hier seid. Ihr wollt ihn sehen. Den glatzköpfigen, 4-jährigen Jungen. Ich muss euch mal so eine Geschichte erzählen. Oh! Damals, ihr kennt es ja, wenn man so als Kind nachts rausgeht. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man sollte nicht. Aber da war ich so jünger, ich weiß nicht, ich glaube so, wie alt war ich da? 14 oder so? Geht ja noch, okay, ist nicht Kind. 14. Und dann war ich mit einem Kumpel draußen. Und dann wollte ich jemanden besuchen gehen, der so ein bisschen weiter weg wohnt. Also halt, ja, weiter weg, aber geht so weit weg. Aber halt so, man braucht schon so 30 Minuten braucht man hin. Und oh! Ich soll nicht weiterrennen, sagt er. Und das war halt nachts.
Und wir wollten den so Überraschungsbesuch abstatten. Und da gab es so einen Weg, wo man durch den Wald laufen muss. Und dieser Weg durch den Wald, der war richtig gruselig und der war unbeleuchtet. Es war richtig dunkel. Und dann bin ich da mit ihm durchgelaufen. Und wir hatten richtig Angst. Wir sind voll langsam gelaufen. Und dann plötzlich ist vor uns, war so ein riesiger Baum und da ist was runtergefallen. Sah aus wie so ein riesen Buschast, also eine Mischung aus Ast und Busch und keine Ahnung. Aber es sah so aus, als wäre da ein Mensch drin gewesen. Also man hat so den Arm erkannt. Oder wir dachten, also wir wussten nicht genau, ob wir da was gesehen haben. Also wir dachten, wir waren uns safe, sicher. Bis heute nennen wir den Buschmann. Buschmann, der da runtergefallen ist. Und wir sind gerannt, wie Psychopathen, zurückgerannt. Und der eine hatte so Schlappen an und konnte nicht richtig rennen und hat mich so gepackt die ganze Zeit, weil er so langsam war wegen den Schlappen und wir sind gerannt. Ja, das war meine Begegnung mit Buschmann. Und das erinnert mich so ein bisschen an Buschmann. Deswegen einmal Hashtag Buschmann. Meine Batterie ist leer. Meine Batterie ist leer, merke ich gerade. Aber man braucht die gar nicht. Wollt ihr noch eine Geschichte hören? Nächstes Mal vielleicht. Pro Video eine Geschichte. Wollt ihr noch eine Geschichte hören? Soll ich Storytime machen? Oh! Oh! Okay. Lauf mal jetzt einfach so lang. 3 Tokens noch, da. Oh, Caillou! Da ist Caillou! Da ist Caillou! Oh, und er hat jemanden getötet! Oh, er riecht mich! Ja, das glaube ich dir. Was delicious. Er findet, ich rieche gut. Also, lecker. Ah, da hatte ich auch recht. Wo soll ich eigentlich hin? Ich laufe wirklich Blindfisch. Hashtag Blindfisch. Kennt ihr eigentlich Clipfisch? Ah, Leute, das war auch Zeiten. Wo soll ich hin? Da ist eine Münze. Und da liegt was. Batterie, glaube ich. Oh, der ist genau an mir vorbeigelaufen. Habe ich jetzt Batterie oder nicht? Ich glaube, ich muss in seine Richtung laufen, weil da hinten leuchtet. Oh, die Geräusche. Oh, ist ein Haus. Kann ich hier rein? Will ich hier rein? Es brennt. Bäh. Bäh, Leute, das ist echt eklig. Vor allem ohne Licht, ohne Taschenlampe. Aber ich dachte, ich... Moment, hier. diese Duracell. Duracell. Das sind wahrscheinlich alle, die gestorben sind. Peter Griffin in dünn. Leute, ich bin durch. Ich bin durch. Das war mir too much. Es gibt Momente im Leben, da will man einfach die Kamera einfach ausmachen und nicht mit euch reden.